Vor etwa einem Monat habe ich hier in der Community eine Umfrage gestartet, ob die Menschen glauben, dass der DAX nochmal unter 8000 Punkte fällt. Damals war der Wert so gerade bei knapp 9.500 angekommen und es hat sich gezeigt, dass wir erstmal jetzt eine starke Erholung weiter gesehen haben. Was noch passiert, stellt sich die Frage. Zu der Zeit damals haben etwa die Hälfte gesagt, ja, auf jeden Fall. Etwa ein Viertel waren sich da genau der anderen Meinung und dachten, nein, das wird es nicht mehr geben. Und der Rest eher unsicher oder egal ausgewählt. Also tatsächlich hat sich gezeigt, dass momentan zumindest aus heutiger Sicht da die Community nicht ganz richtig lag. Und deswegen möchte ich heute einladen zu einem kleinen Mitwach-Video. Ich würde dich gerne einladen, hier mal die verschiedenen Entwicklungsformen der Zukunft selber vorherzusagen. Ich werde dir 6 mögliche Szenarien anbieten. Und bitte dich dann einfach, das entsprechende Szenario kurz in den Kommentaren zu beschreiben, damit wir mal sehen, was für eine Meinung so herrscht. Und dann können wir auch in die Diskussion kommen. Und lass uns mal einsteigen und ich werde dir mal zeigen, wo wir uns befinden. Wichtig vorherzusehen ist, wir schauen uns bei der Entwicklung der Erholung nicht die Aktienkurse an, sondern den Bruttoinlandsprodukt. Also die tatsächliche Produktivität des Landes, der Unternehmen in Deutschland und der Welt. Und deswegen ist es auch immer wichtig zu sehen, was wird da erwartet in Zukunft, denn die Aktienkurse nehmen die erwartete Entwicklung der Wirtschaft ja vorweg. Das heißt, wenn wir uns heute einig sind und sicher sind, wie die Entwicklung der wirtschaftlichen Produktivität in Zukunft sein wird, dann wissen wir auch, was mit den Aktienkursen passiert. Deswegen nehmen wir hier mal den Chart zur Hand und normalerweise wissen wir ja, dass Aktienkurse sich langfristig immer weiter nach positiven Bereich entwickeln werden. Das liegt in erster Linie daran, dass die Produktivität steigert, indem neue Entwicklungen, neue Technologien und Digitalisierung zum Beispiel verwendet werden, um immer produktiver zu arbeiten. Deswegen gehen wir von einem kontinuierlichen Wirtschaftswachstum von 2-3% pro Jahr aus. Jetzt allerdings haben wir natürlich eine Phase, dass wir in diesem Verlauf einen deutlichen Schlag nach unten gesehen haben. Und genau dieser Schlag, der wird sich nun auch, hat sich auch bereits natürlich auf die Aktienkurse ausgewirkt. Und die Frage ist, was passiert jetzt? Das erste Szenario, was ja überall genannt wurde, war die klassische V-Erholung. Das heißt, es geht in der gleichen Linie wieder nach oben, also in einer direkten Gegenbewegung, so wie wir es auch erlebt haben, bis wir wieder diese ursprüngliche Diagonale erreicht haben, das ursprüngliche Wachstum von 2,5%. In diesem Szenario wären wir noch aktiv, wenn die Entwicklung der letzten Monate auch weiter behalten wird. Einige sagen allerdings, es könnte auch zum zweiten Szenario kommen. Eins, das man nicht so oft hört, der sogenannte Swoosh. Also erinnert ein bisschen an ein Nike-Logo, deswegen auch der Swoosh. Also das V wird nicht so steil wie sonst. Es wird in einer abflachenden Art und Weise sich dann wieder annähern. Und da könnte man jetzt denken, wenn man sich die letzten Tage anschaut, dass wir eventuell in diese Richtung sind. Wenn du das auch so siehst, dann schreib Swoosh in die Kommentare und dann können wir darüber diskutieren. Ein Szenario, was nahezu ausgeschlossen wird vom Markt momentan, ist das U. DSU würde also sagen, dass es hier eine deutlich zähere Entwicklung am Anfang geht, um dann schneller wieder auf die alten Werte zu kommen, die Wachstumsraten später wieder steigern zu lassen. Ja, wir haben jetzt natürlich schon ein Wachstum der Aktienkurse gesehen, die sagen, ein V ist der Tat, ist die Realität. Aber die wirtschaftliche Entwicklung und deswegen nicht auf die Aktienkurse schauen, könnte immer noch so sein, dass es etwas länger und zäher ist, bis sich da auch wirklich wieder die Erholung stattfindet, bis die Lockerungsmaßnahmen auch tatsächlich bei den Unternehmen ankommen, bis Lieferketten wieder stehen. Und erst wenn alles wieder aufgebaut ist, dann kommt auch der Stick, der Hockeystick vom U wieder zur Geltung. Ein Szenario, was höchst interessant ist, ist das Z. In dem geht man davon aus, dass jetzt ja viele, viele Unternehmen Investitionen zurückgehalten haben, genauso auch Privatpersonen aus Unsicherheit und natürlich, weil Läden geschlossen waren, weil man gar nicht konsumieren konnte, dieser komplette Konsum nicht weggebrochen ist, sondern aufgestaut wurde, es dazu sogar zu einer Übertreibung nach oben kommt und diese Übertreibung dann natürlich sich wieder normalisiert, indem es danach wieder abflacht auf ein normales Niveau, aber immerhin mit einer schnellen Bewegung nach oben, die sogar übertrieben sein kann. Das W wiederum wäre das Szenario vor allen Dingen dann, wenn eine zweite Welle des Corona-Krisenthemas aufkommt, wenn also neue Infektionen stattfinden, wenn die Wirtschaft wieder zurückkurbeln müsste, nachdem sie sich eigentlich schon erholt hat.
Das wäre ein Szenario, in dem wir jetzt aktiv wieder nach oben kommen würden. Alle jubeln, alle freuen sich und dann plötzlich knallt es wieder zusammen. Also ein sehr gefürchtetes Szenario. Weh in die Kommentare, wenn du daran glaubst. Ja, und abschließend gibt es dann noch den Worst Case, müsste man eigentlich sagen, den Wirtschaftswissenschaftler und Ökonomen auch betrachten. Das ist die L-Verlauf der Kurve. Es wird also dann zu einem Wachstum auf einem ursprünglichen Niveau kommen, aber eben nicht ein Aufholungseffekt geben. Das könnte passieren, wenn wirklich die Wirtschaft nachhaltig betroffen ist, wenn es nachhaltige Probleme geben könnte, die sich einfach nicht mehr wieder beseitigen lassen. Und bis es dann wieder zu einem alten Niveau kommt, wird es sehr, sehr lange dauern und auf die gleiche Schiene, auf die gleiche Ebene würden wir nie wieder zurückkommen. Also schreib mir in den Kommentaren, was du glaubst. Lass mir auch einen Daumen nach oben da, wenn dir diese Art von Interaktion gemeinsam gefällt, wenn dir diese Meinung der Community überhaupt wichtig ist. Und dann sehen wir uns dann hoffentlich bald in dem nächsten Video drüber. Und ich werde auch dann morgen mal über eine große Problematik im BIP sprechen, den wir in den Forecasts, in den Vorhersagen immer wieder betrachten können, wo viele Menschen den Wert falsch verstehen, der genannt wird. Und dementsprechend freue ich mich, wenn du morgen früh um 7 wieder einschaltest. Bis dann, dein Gero.